Er schießt mir Popcorn. Ja, auch. Was soll das denn? Oh, eh ist aber auch heftig von ihm, ey. Alter! Calm down, people. Wie sieht's denn gegen Schläge aus? Da sind sie auch resistent gegen. Doofes Holz hier. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, Across the Obelisk. Ja, das ist ein Spiel, so viel ich bisher davon gesehen habe, ein bisschen wie Slay the Spire meets Darkest Dungeon. Das Ganze gibt auch im Multiplayer. Ich habe heute niemanden, der das mitspielt, aber vielleicht in Zukunft. Wir gucken mal. Ja, und wie gesagt, ich habe nicht viel von diesem Spiel gesehen, außer dass es halt vom Prinzip das ist, was ich gerade erklärt habe. Und ja, wir starten einfach mal rein und gucken uns das Ganze mal an. Gehen wir direkt mal in den Adventure Mode. It all started on the princess's 16th birthday. When suddenly, a burst of energy erupted from the princess's chamber and swept through the kingdom of Senenthia. The royal guards explored every corner of the castle, but found no sign of her or Lord Hanshek, the court magician. The king sent soldiers all over the kingdom, but none of them returned. The trail of the princess was lost, deep in the old forest, near the ancient obelisk that had been dormant for centuries. Desperate, the king proclaimed a royal decree, announcing a reward for whoever brought the princess home safely. The news spread quickly throughout the kingdom. Many groups of adventurers prepared to investigate the obelisk. This is the story of one of those groups. Das hat auf jeden Fall schon mal mehr Story als Slay the Spire. Zumindest so direkt on the nose. Increasing your resistance with auras like will help your party to suffer less damage. Wir haben hier Magnus und wir haben Reginald. Wir gehen hier einfach mal ins erste Level hinein. Ja, wir haben beide. Und hier sieht man schon so ein bisschen die Resemblance zu Darkest Dungeon. Mit den Aspekten wie von Slay the Spire mit den Karten. Okay, ist alles self-explanatory, auch wenn das Spiel einem auch ordentliche Tutorials gibt. Ja, zumindest ist es self-explanatory für Leute, die schon mal so ähnliche Spiele gespielt haben. The cards that monsters are going to cast are hidden by default. A side effect will reveal these cards, allowing you to plan your movements in anticipation. Speed and Character Order ist selbstverständlich. Oh, Reginald ist ein Healer. Okay, der wird in der nächsten Runde sterben. Ich verstehe nur nicht so ganz, was es mit der Energie auf sich hat. So, doch, die hier geben einfach, kosten einfach nichts deswegen. Aber was haben dann die grünen Balken zu bedeuten? Die gelben sind ja offensichtlich die Energie und die grünen? Ich greife jetzt trotzdem mal den an und töte ihn, damit ich danach... Ich kann trotzdem ihn nicht angreifen. Ja, dann never mind. Ja gut. Event rolls. Some options will force you to roll in order to determine the results of the action. Each character will use the cards from their own deck. After speaking with her, she introduces herself as Evelyn and tells you that she is also looking for the Princess of Senenthia. So she decides to join you. Wir haben jetzt sie rekrutiert und noch jemanden. Own actions. You can craft new cards for your decks. Create any cards you have and buy equipment for your heroes. You will also be able to claim rewards from previous games. Wir haben gerade 300 Gold und 300 Kristalle. Shards. Ich weiß halt leider jetzt gar nicht, was gut ist und was nicht. Da muss man sich erstmal irgendwie ein bisschen reinfuchsen. Was haben wir hier denn sonst noch so? Hier sind, glaube ich, Upgrades anscheinend. Okay, wir können die auf zwei verschiedene Arten upgraden. Entweder sie ist stärker. Oder sie ist schwächer, aber kostet dafür nur eine Energie. Und ganz ehrlich, ich glaube, da nehme ich lieber das Stärkere, weil das ist ja so... Das hier ist ja ein ausschließliches Upgrade, während das so ein Mischmasch zwischen Down und Upgrade ist. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht... Ich weiß halt nicht, wie die Kristalle und das Gold funktionieren. Ob ich das jetzt behalte oder... Hier kann ich auch noch Sachen kaufen für Kristalle.
You have enough money, the Singara will grant you a divination card round. In a multiplayer game, everyone will benefit from this divination round. The higher the cost of the divination round, the higher the chance to obtain better cards. Wir machen erstmal weiter. Ich muss erstmal ein bisschen herausfinden, wie dieses Spiel funktioniert. Jetzt können wir verschiedene Wege einschlagen. Wir sehen hier schon so ein bisschen die vorgegebene Route. Hier oben scheint interessant zu sein. Ich glaube, ich will hier mal hin zu der Quest. Ja, machen wir das mal. Gehen wir den oberen Weg. Wir haben wütendes Korn. Maiskolben. Wer kennt's nicht? Wer kämpft gerade als dieser Hunter hier? Hunter's Mark. Das ist doch bestimmt sowas wie Prevents One Stealth. Okay. Ich dachte, das wäre eher so Crit. Okay, der sollte sterben. Fast. In zwei Runden auf jeden Fall. Wir haben Shield. Gain one block per charge at the start of the round. Then remove all charges. Und insulate. Das ist so eine, wie so eine magische Resistance. Hier greift man auch mit Elementen an. Der Damage dadurch? Okay, ja, dann müsste der eigentlich sterben. Okay, er hat Damage zum Majestic gegeben. Aber naja, macht nichts. Ihn können wir wieder hochheilen. Und jetzt können wir den kompletten Damage auf ihn hier machen. Weil er wird sowieso in seiner nächsten Runde sterben. Kriegen nur Sachen für Frontmonster. Hm. Naja, dann räumen wir ihn mal aus dem Weg. Locked cards. During your adventures, you will discover new cards after each combat. All cards shown will be unlocked. Remember, you will only be able to craft unlocked cards. Okay, also soll ich jetzt eine zum Unlocken aussuchen? Habe ich das richtig verstanden? Scorched Fields. Wir gehen weiter den oberen Weg entlang. Crops on fire. Near the farm, you come across a burned field and a burning house. In front of the house, there is a fire rim causing fires next to some burning cornies. Even half burned, the house may contain something valuable, but you'll have to deal with firearms and cornies first. You can deal with the imp and investigate the house or ignore him. Wir machen mal Stealth. Success. You had no problem hiding in the cornfields without him seeing you. When he least expects it, you come out of the shadows and give him a good blow. The imp is stunned and begins to bleed. The fight begins. So ein Überraschungsmoment, aber anders. Ich kann bis zu 5 Sachen discarden. Da er ja eher so ein Ranger ist, sollte ich wahrscheinlich die Nahkampfsachen discarden. Die anderen sind, glaube ich, erstmal egal. Der haut halt einfach drauf. Was ist das? Speed plus 2 Charge prevents slow per charge. Remove one charge when this happens. Okay. Aber es macht ordentlich Schaden. Intercepten wir noch. Und selber ein bisschen Rüstung greifen nochmal an. Er schießt mit Popcorn. Ja, auch. Was soll das denn? Fühlen wir euch erstmal ein bisschen runter. So, und unser Healer kann nicht healen. Wow. Ja, dann geben wir unseren Jungs mal ein bisschen Rüstung hier. Einfach verblutet der Imp. Zack. Lightstorm. Aber das wirkt irgendwie gar nicht so gut. Ich meine, das macht. Macht das 14? Macht das 21 Schaden? Ja, wir nehmen es mal. Wir gucken uns ja mal verschiedene Sachen hier an. Und wir mischen einfach mal so ein bisschen bunt durch. Burning House. You are at the entrance of the burning house. Clearly this was a poor man's house. And you can see that the contents inside are already destroyed or burned. Before you leave, a chest catches your eyes. Although the chest is still on fire. The fire is spreading rapidly and there will be nothing left in a few moments. Will you venture into the flames for a poor man's chest? Ja klar, warum nicht? Probieren wir es mal aus. Success. Come out safely with the chest. Although it is a bit burned, you proceed to open the chest. Item Rewards. Burned Item klingt irgendwie nicht so sinnvoll. Machen wir mal ein bisschen Armor. Weiter geht's zur Quest. Warum ist da ein Farmer bei? Warum kämpft der denn mit den Maiskolben zusammen? Ja. Probieren wir mal den Maiskolben da zu töten. Bisschen Damage. Bisschen mit Rüstung ausstatten. Und Damage.
Er hat die geheilt, was soll das denn? So, unser Healer kriegt endlich mal ein paar Heal-Karten, das ist sehr schön. Er kann sich auch direkt selber mal ein bisschen healen. Kann leider gerade nur das Frontmonster oder ein Random-Monster angreifen. Dann machen wir mal ein Random-Monster, weil... Ah, es war natürlich eher... Ja gut. Können wir ihn noch ein bisschen slicen. Wir cursen den einfach ein bisschen. Upp, wäre er sowieso tot, aber vielleicht kann unser Healer ja noch mal ein bisschen healen. Also irgendwie immer, wenn es den nicht wäre, kann unser Healer natürlich nicht healen. Das wirkt ein bisschen OP mit 25 Damage, aber okay. Und wir gehen auf zur Quest. Whispers in the Shadow. You enter a nearby water mill. It seems empty at first. At first glance, but then you hear a whisper directed at you. Stuart, my praise. You're scaring them, leave, please. But first I have an offer for you. If you happen to find very strong venom and give it to me, I will join your group after I finish this job. Except you will search if it... Okay. That accent is definitely that of a lizard man. I've felt your trap before. Okay. Oh, I can't believe it. It's you, Reginald. I'm... the little lizard man. I really appreciate what you did for me in the past. Right now I'm on the job. Could you bring me that venom, please? You will surely find it in the spider cave in Aquafall Marshes. When I finish the job, I'll come back to you to thank you properly. For now, please accept these items as a gift. Yay. Dann geben wir das mal ihm. Poison Darts klingt gut auf ihm. Ja gut, sie bekommt dann am besten... Nee, es ist irgendwie alles gerade doof. Kann ich es nochmal umtauschen? Anscheinend nicht. Gut, dann die Resistance und er halt Max HP und All Resistance wird getauscht. Hm. Ja, probieren wir mal den Leber hier vorne zu töten. Das sieht eigentlich gut aus. Charge. Und Strike. Der wird leider nicht ganz verbluten. Aber nächste Runde. So, Reginald wird immer healen, sobald er kann. Der ist schon mal tot. Dann können wir jetzt den hinteren angreifen. Zack, zack. Na gut, dann den vorderen hauen wir einfach kaputt, weil wir können ja sonst eh nichts machen. Magnus bereitet sich auf den Angriff vor. Hast du ihn gerade gegessen? Das sah irgendwie so ein bisschen so aus. Er hat so viele Debuffs. Ja, wobei ein paar sind auch Buffs. Der dürfte jetzt gleich sterben. Ich würde gerne noch einmal healen, wenn es denn geht. Ein bisschen schwierig ist. Naja, vor allem, weil er jetzt tot ist. Bisschen OP-Karten hier nehmen anscheinend. Mindestens viel Damage machen. Und wir kommen zu einem entweder wahrscheinlich Heal-Brunnen. Wir können hier runtergehen und dann den Heal-Brunnen auch noch mitnehmen. Dann machen wir doch lieber das. The Soldier Trainer. As you go around the tower, you see a man with a wooden sword practicing some movements. When you approach, he speaks to you. Hello, adventurers. Perhaps you're interested in some combat training. I can teach one of you my special defensive move for 200 gold. If you all want to learn it, it will be cost 1000 gold. Ja, so viel haben wir nicht, aber das ist auch irgendwie Rip-Off, weil wir sind vier Leute. I used to train young soldiers in this tower, but since the war ended, I am out of work and short of money. Hm. Ja komm, trainen wir erstmal Magnus. Wenn wir zum Heal-Brunnen gehen. Being near a bandit camp, you can surely find some gold shards. I found a forest trail here, maybe it can lead us directly into the bandit camp. It can take care of an injury and try to heal us. Ja, gehen wir mal zum Bandit Camp. Wenn es nicht fehlen würde. Gehen wir mal hier oben rum. Rare Event. The Apprentice Craftsman. Hiding behind a tree, you find a gnome fiddling with a couple of gadgets. You approach him and ask him what he's doing there. I am Timothy. I'm waiting for my master. But it's been several days since he left me here. And I'm beginning to think he has abandoned me. Now I'm not a good apprentice and my inventions tend to backfire, but I'd like him to come back. Please, if you see him, tell him I'm going back to the workshop. By the way, if you want, you can keep any of my inventions.
Nice. Was kriegen wir denn hier so? All Resistance plus 4 oder Max HP? Für ihn auf jeden Fall Max HP. Ihm geben wir mal Resistance. Sie berichte eigentlich eine Waffe, die wir nicht haben, aber das wäre sinnvollerweise dumm, dass sie dann Cold Resistance mir, obwohl. Ja, kommt drauf an, gegen wen man spielt. Wir nehmen es einfach mal. Und er berichte Rüstung, das wir auch nicht wirklich haben. Und das möchte ich da auch nicht austauschen, weil Healing ist, glaube ich, besser. Fresh meat. When entering the Bandit camp, you see a really big werewolf yelling and giving orders to other werewolves. He notices your presence and looks at you with a mocking face. That's Yogur, butcher of Synanthia. But he has been terrorizing Synanthia forest for a long time. It's time to put a stop to Yogur and disperse the bandits once and for all. Run, you didn't expect to fight a big werewolf. Maybe there's a slim chance you escape. I know, he served under me in the wolf wars. Maybe I can reason with him. Well, try it. Yogur, well, 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 if it isn't Captain Magnus in flesh. Do you think your fancy words would change me? I see you're still as foolish as ever. You don't seem to remember who gave you that scar. This time I will kill you and take the wolf's lair with me. Fortunately, you had time to prepare for combat while he spoke. Und Boss, oder zumindest Mini-Boss, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Bosse hier aussehen. Erstmal debuffen, soweit es geht. Ja, das kann weg. Sehr gut, dass ich das discarden kann. Reiten erstmal ein bisschen Defense vor. Ah, und bringen ihn noch zum Looten, warum nicht? Oh, er kann sich healen und er holt Freunde, das ist gar nicht gut. Und er hat sie alle barricaded. Ist auch nicht gut. Okay, wir brauchen Rüstung. Und Healing. Du bist ja schon wieder dran. Aua, das tut weh. Okay, wir müssen ihn fokussen, er kann healen. Nur leider komme ich an ihn nicht so gut dran. Er ist irgendwie ein bisschen Resistance gegen solche Sachen. Poison ist ganz gut. Vergiften ihn einfach ohne Ende. Oh, E ist aber auch heftig von ihm, ey. Alter! Calm down, people. Okay, das war ein bisschen gewastet. Ihn erstmal aus dem Weg schaffen. Er stirbt gleich eh. Ah, wobei... Kann ich wenigstens mit ihm ihn hier angreifen direkt. Alter! Anrin has been crushed. If your team survives, you will resurrect with 70% of your total life. But remember that nothing comes without a price. And you will carry this Sigma for the rest of your life. Ehrlich, der holt jetzt schon direkt wieder neue? Muss ich ja ihn fokussen. Wenn er jetzt unsichtbar ist. Okay, dann kann ich direkt ihn angreifen. Das ist gar nicht so schlecht. Muss uns irgendwie am Leben erhalten mit unseren Heals hier. Okay, der müsste sterben, wenn er das nächste Mal dran ist. Wenn er ihn nicht healt. Okay, sehr gut. Oh Mann, ey. Achievement unlocked, Yogur. Das war anscheinend ein richtiger Boss. Wir bräuchten mal ein bisschen Healing jetzt. The Butcher's death. You did it. Yogur is no more. With the Butcher dead, the remaining bandits flee and the Synanthia forest will be a little safer. Now you can check the camp for gold and other valuable items. Okay, gut. Let's see what the camp has to offer. Gold shards were scattered throughout the camp and you also found a large chest where the bandits kept all the things they looted over time. Okay, nice. Gucken wir mal. Wir haben hier verschiedene Rüstungen. Der Zusatz Damage klingt eigentlich ganz interessant. Oder ein bisschen Shield. Ich glaube, Shield ist sinnvoll. Für ihn machen wir mal das. Sie braucht eigentlich auch unbedingt eine Waffe. Machen wir mal den Crystal Ball. Und er kann auch eine Rüstung haben. Die Frage ist, welche. Am besten wahrscheinlich die hier. Kriegt ein bisschen mehr HP. Aber das wirkt irgendwie nicht wie der richtige Boss, weil... Hier ist ein Character-Event. Da gehen wir doch mal da hoch. Yogur's Diary. You explore the forest behind the camp and near a tree, you find an old diary. After a quick glance, you realize that it's Yogur's diary. The diary talks about when Yogur was young and everything that happened to him in the Wolf Wars. Do you want to read the diary? Kann ich nicht, ich habe die DLC nicht. Ist ja beschissen. Aber hier steht was von Level Up. Und hier kann ich jetzt entweder aussuchen, add a copy of the card Follow-Up für ihr Deck. Das klingt eigentlich ganz gut, Follow-Up. So, was kriegt er so? Manöver? Oder Wild Hunt? Wild Hunt klingt ganz gut. Sie kriegt entweder Elemental
Proliferation? Proliferation? Oder Enchant Weapons? Oh, das klingt besser. Reginald, Divine Retribution. Oder Focus Heal. Hab ja eigentlich gesagt, ich will mehr Heal haben. Ja, wir nehmen mal lieber mehr Heal. Und im Moment steht es ja nicht so gut um unsere Charaktere. Ja gut, das Diary konnte ich nicht lesen, wegen der fehlenden DLC. So, und jetzt kommen wir anscheinend zum richtigen Boss. Ja, und wir müssen, glaube ich, resten, weil uns geht's allen nicht so gut. Das war gerade so passend. Ey, sie würfelt eine Null. Die sind ein bisschen resistent gegen Schüsse. Wie sieht's denn gegen Schläge aus? Da sind sie auch resistent gegen. Und wir sind immun gegen Bleeding. Also, dann rüsten wir uns doch erstmal. Doofes Holz hier. Wobei, Feuer müsste ja ganz gut funktionieren, oder? Wenn wir jetzt ein paar Feuerspells bekommen, dann können die Minions nicht neu beschwören. Oh Gott, und Regeneration haben sie auch drauf ohne Ende. Und ich krieg jetzt natürlich nur Eisspells. Ist hier richtig beschissen. Okay, sie ist tot, wenn sie das nächste Mal dran ist. Frauen sind natürlich auch ein bisschen nervig. Hier Regeneration wollen wir gerade nicht. Und vor allem auch keinen Regen. So, und hier haben wir doch jetzt schöne Fireblasts. Das einzige Problem ist, ein bisschen Damage zurückbekommen. Sein Damage wird mal zu Feuer-Damage. Die ist schon mal weg, das ist gut. Oh, das scheiß Healing, ey. Und warum können die alle so viel AOE? Send help, please. Ich zünd dich an. Aber alles im All läuft der Kampf bisher besser als der mit dem Bandit King. Bis jetzt jedenfalls. Die Thorns sind so nervig. Ich weiß halt nicht, ob ich, wenn ich jetzt Eis mache, das Feuer wegmache. Das wäre ja bescheuert, aber wir gucken mal. Nee, tatsächlich nicht. Es kann sich stacken. Wir runnen. So, Thorns sind endlich weg. Nee, er hat wieder Eds heraufbeschworen. Ich muss einfach weiter ihn angreifen. Weit es geht. Vor allem mit dem Feuerspell. So, doppelte Healing hier. Und ganz viel Damage auf ihn. Fireblast, Fireblast. Wir haben ihn gleich down. So, eine Angriffswelle noch aushalten und dann. Dann schauen wir mal. Regeneriere hier bloß nicht zu viel, Junge. Und bitte bringen uns nicht alle um. Er ist fast tot. Dann wird es wohl Zeit für so einen Burning Shock. Haben wir noch irgendwas, um ihn zu. Nö. Naja, gut, feuerfrei. Ey, wir haben es überlebt. Okay, mit irgendwie einem HP oder so. Oh, das könnte geil sein. Mit Blutungsstacks. Dann brauchen wir mehr Blutung. Nicht so gut, wenn man selber so viel Schaden bekommt. Ja, und mehr Healing ist immer gut. Er hat 4 HP. The path is clear. Ilmer will never wake up again. A shame that once tall and wise Trent. Oh. Weiß nie, wie man das auf Englisch vernünftig ausspricht, ey. Trent, like him, had to end this way because of the mysterious reactivation of the obelisk. Between Ilmer's roots, you see a large golden chest appear. Inside the chest, you find some gold shards. Gold and shards, but also a good amount of magic items that had been long forgotten between Ilmer's roots. Kriegen irgendwie bisher noch keins von diesen Pfotenviechern. Weiß nicht, was das ist. Aber gut, schauen wir mal, was wir sonst noch so bekommen. Ein Evasion. Oh, das sollte auf jeden Fall unser Regenhalt bekommen. Und Regeneration am Anfang. Was haben wir denn da? Small Weapon. Ne, das ist ein Ne, warte mal, das hier ist es, ja. Ja, machen wir mal das. Das könnte er bekommen. Evasion eventuell ganz gut. Im Moment Speed. Ja, machen wir mal Evasion. Aber wir haben hier auch Bandages. All Heroes recover 4 HP. Wann denn? Genauso wie das. Da steht Combat End. Ach doch, da steht auch Combat End dran. Dann kriegt sie doch mal das. Dann heilen wir umso mehr am Ende. Und er bekommt diese Waffe hier.